Präsident Obama hat sich für seine Rede bewusst Phoenix in Arizona ausgesucht. Diese Region wurde von der Immobilienkrise schwer getroffen. Zahlreiche Hauskäufer konnten ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Viele Häuser wurden zwangsgeräumt. So einen Zusammenbruch soll es nicht noch einmal geben. Zu lange haben Unternehmen riesige Gewinne gemacht, indem sie Kredite aufkauften und wussten, dass der Steuerzahler sie stützen würde, wenn ihre Wetten nicht aufgehen würden. So auch die Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac. Sie hatten faule Immobilienkredite von Banken aufgekauft. Als die Blase platzte, mussten sie mit Milliardenhilfen gerettet werden. Jetzt tut sich etwas auf dem Immobilienmarkt und da will Präsident Obama die wieder erfolgreichen Hypothekenbanken privatisieren. Wir hatten eine erstaunliche Erholung des Marktes. Vor 2 Jahren hatten wir den Tiefpunkt beim Häusermarkt erreicht. Jetzt steigen die Preise wieder leicht an. Damit es nicht wieder zu einem Zusammenbruch kommt, will Obama mit einer Reform vorsorgen. In Zukunft soll es für Hauskäufer mehr Sicherheit geben, zum Beispiel mit langfristig garantierten Zinssätzen für Hypotheken.